Froschiges, hallo draußen, willkommen zu einer neuen Folge Sky PvP, heute mal auf neruxvase.net. Boah Junge, wer fuckt mich denn jetzt schon wieder ab da mit den XP-Flaschen? Yep. Neruxvase, ihr habt absolut richtig gehört, der OG-Server hin und her, also der schon ewig da lang dabei ist, der weiß ganz genau, das war früher wirklich mein absoluter Lieblingsserver, da habe ich jeden Tag drauf gezockt, da habe ich so gut wie jeden Tag drauf aufgenommen, hab Chat mein bester YouTuber. Dankeschön, Brudi, Skrix Lehrling. Ja, ich habe ja früher hier jeden Tag aufgenommen mit dem lieben Marcy, da hieß der Server auch noch Nerux.net. Zwischenzeitlich war es ja auch Askalta.net und ganz früher war es ja Cloud PvP für die Leute, die das gar nicht mehr wissen. Also, es war eine richtig gute Zeit. Ich war dank dem Server auf jeden Fall sehr, sehr viel. Shoutouts geht auf jeden Fall auch raus und auch natürlich Grüße, falls das irgendwelche sieht, aus dem Neruxvase-Team oder auch irgendwie von den ganz alten OGs vom Server. Also freut mich, wie gesagt, mega, dass dass es aktuell spielbar ist. Also, naja, trotzdem nervt die Stärke 2, Speed 2, wisst ihr. Also halte ich ja immer noch nicht so viel von aktuell, aber muss man durch. Aber ich wollte extra für euch ein kleines Sky-PvP-Video auf Neruxvase aufnehmen und ich hoffe, darüber freut ihr euch auch und unterstützt den Kram auch ein bisschen mit dem Like zum Beispiel, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und heilige Scheiße, was gibt der Typ mir für Hits und wie zum Fick kriegt er so wenig Knockback? Also ist schon wieder äußerst kurios, ich kann schon wieder meine Rüssi komplett wechseln. Ich denke mal, ihr habt hier gesehen, meine Rüssi innerhalb von wenigen Sekunden absolut schon wieder komplett down mit Stärke 2, aber egal. Ich habe heute mal ein ernsteres Thema am Start, nämlich geht es darum, wie ich durch YouTube krank geworden bin. Es hört sich immer so ein bisschen doof an, sei es bei irgendwelchen anderen YouTubern, bei irgendwelchen Künstlern oder was auch immer. Ich denke mal, jeder definiert Erfolg für sich anders. Ich denke mal, 4,5k Abos ist auf jeden Fall schon eine richtig große Zahl. Also man muss sich das mal vorstellen, 4500 Leute schauen dich auf einmal an. Ist eine Riesenzahl. Das ist für mich persönlich einfach ein kleiner Erfolg. Finde das auch mega cool. Da habe ich mich auch schon mehrmals darüber für bedankt und bin auch immer noch mega dankbar dafür. Aber so ein Erfolg ist halt auch stressig. Der Erfolg hat mich, ehrlich gesagt, schon etwas krank gemacht. Ich denke mal, man kann es vielleicht nicht vergleichen mit den ganz großen YouTubern, wie zum Beispiel jetzt ein, als Beispiel so ein Julian Bam, der ja mehrere Millionen hat, ich glaube 5 Millionen oder so, ich habe aber auch keine Ahnung. Aber trotzdem macht dieser Erfolg mich nicht wirklich richtig glücklich und bereitet mir eigentlich nur Stress vor. Ich hatte schon viele Stressrotationen durch meinen YouTube-Kanal oder auch durch diese Zahl, die andere ausnutzen wollten, sei es privat oder auch jetzt hier zum Beispiel irgendwelche Minecraft-Server. Ist ja nichts Verwerfliches. Bei manchen Leuten ist es ja vollkommen normal. So ist die Person von irgendwem oder Konzept, whatever. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Nach einer Zeit hat mich das echt ziemlich fertig gemacht. Dieser Stress, dieser Zwang, wirklich regelmäßig oder auch täglich ein Video mindestens zu bringen, dann nebenbei noch zu streamen, einen Minecraft-Server zu haben und da gehen nach einer Zeit einfach die Motivation weg, die Ideen gehen weg und die Lust geht daran weg. Am Spiel, am YouTube und auch generell. Es ist einfach gesundheitlich kopfig. Es ist einfach psychisch komplett nicht gut. Für mich jedenfalls. Ich kann damit nicht so krass gut umgehen mit so einem Erfolg, deswegen bleibe ich auch bei demselben. Und wenn ich dadurch noch berühmter werden sollte, das soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber wie gesagt, 4500 ist eine Zahl für sich, die definiert dann jeder anders diesen Erfolg. Dann mal gucken, ne? Also ich denke, man hat mitbekommen. Ich war ja zwischenzeitlich auch monatelang war ich nicht aktiv. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht nur keine Lust mehr hatte, sondern einfach auch, weil, oh mein Gott, sondern
verdient, was ein Bastard, sondern auch einfach, weil das der Aspekt war. Naja, dann muss ich jetzt auch tatsächlich schon das Video beenden. Es war auch eigentlich alle... ja, genau, GG. War auch alles, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ihr könnt auch mal gerne eure Meinung in die Kommentare dazu schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ich würde mich auch über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Oder auch ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, man sieht sich auf jeden Fall dementsprechend wieder. Haut rein, euer Luke und ciao.